Hallo, hier Dax hier mit The Forgotten Ones Part 3. Random Session immer noch. Ja, schöner Mond. Also das sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen gezeichnet, aber sieht cool aus, auf jeden Fall. Wir sind hier am Eingang angelangt, aber ich will noch gucken, ob man hier noch irgendwo anders langlaufen kann. Ich will eine Lampe. Hier scheint aber nichts Großartiges zu sein. Hallo. Ma. Hallo. Stopp. Gehen wir wieder auf die Pistole. Und auch. Sag mir jetzt nicht, ich brauche hier. Was? Nein, du sollst hier. Auch hier gibt es ein Basement und ich werde direkt in. Da gespawnt. Why? Ich wollte noch in den Haupthof. Also in die Haupthalle. So rum. Kann ich auch wieder zurück? Ich will zurück. Nein. Ich kann nicht zurück. I shouldn't go back yet. Na toll. Gut. Schön. Ich behalte meine Waffe. Du hast mich ja vorgewarnt, aber jetzt mehr ist am eigenen Leibe spielen. Chances, Menschen. Whatever. Ich will zurück. Na gut, wir haben hier etwas, was wir nicht benutzen können. Und eine Tür. Was ich, Okay, ich brauche mal ein bisschen Licht. Alles klar. Ist das hier ein... Ich weiß nicht mehr, was das hier sein soll. Ah, wir haben hier Medikits und ich hoffe, ich kann es einfach mal aufnehmen. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Hast du schon den Hammer eingesammelt? Den Hammer habe ich schon eingesammelt. Auch das Ventilrad? Nein, das noch nicht. Ich weiß nicht mal, wo es sein soll. Hallo! Oh Gott! Da kann ich mal über so ein Rohr gehen. Psst. Was ein Held. Kann einen möglichen Schlachten durchleben, aber über ein Rohr, das ist eine Problematik. Oh, was haben wir da? Ein Schlüssel. Noch einer. Der zweite Schlüssel für Basement Key. It looks pretty rusty. Ein old locked doors. Any old locked doors. Ja, schön. Schön, schön. Sound muted. Sound das wollte ich nicht. So. Ach so, die Leiche meinst du. Mit der Kette. Irgendeinem Schneidwerkzeug. Und ich höre doch irgendein Vieh. Moment, ich will aber erst. Ihr könnt lesen. Und ich habe es gerade keine Lust zu lesen. So. Okay. Aber es scheint nicht hier zu sein. Wenn du so ein Rad meinst, ich hab's hier nicht. Müsste aber noch kommen. Also, wenn es im Keller dann direkt die erste linke Tür war, da habe ich es nicht gefunden. Wo man direkt von einem Auto angestrahlt wird. Eieiei. Boah! Wie übel ist das denn? Also die Zombies, die hauen ja voll auf dich rein mit beiden Händen da. Aber Tatsch, Tatsch, da kommst du gar nicht zum Schießen. Ja, das Problem habe ich jetzt schon zwei oder drei Mal gehabt. Deswegen bin ich jetzt schon weit hinter dir. Okay. Aber man muss sagen, man muss eigentlich nur ein bisschen aufpassen und es macht trotzdem Spaß. It's locked. Achso, Moment, wir haben doch einen Schlüssel. Use. Yeah. Großes Gemälde. Ja, hätten sie ein bisschen besser darstellen können. Aber ganz cool, ganz cool. Rechte Tür ist. Du siehst ja ziemlich tot aus. I wonder what happened to that man. Oh, vielleicht sollte ich mal öfter hier irgendetwas anquatschen.
Ja, zu der Kerze, die ist natürlich uninteressant. More body bags? Oh. Oh je, oh je. Ja, yeah, wir sind in. Und wir bewegen uns komisch. Okay. Da ist nichts. Na gut, dann gehen wir weiter. Schock! Also ja, dieses Spiel macht gute Gruselatmosphäre, auch wenn ich hier alles hell erleuchtet habe. Moment. Was? Nein! Zombie! Stirb! Zombie hat mich getötet. Die sind auf jeden Fall schlimmer als die Doppelköpfigen. Wo? Hä? Oh, ich habe hier so ein Rad gefunden. Schön. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ach hier. Und Medikit. Und ich weiß trotzdem nicht, wo ich bin. Hä? Ich weiß noch nicht. Ach, das ist. Der Ausgang zum Basement. Ich hab's total verdrängt anscheinend. Ah ja, jetzt erinnere ich mich doch wieder. Das war noch vor der letzten Aufnahme. Alles klar. Ja, du rememberst dich. Ganz toll. Ich will erstmal gucken. Komm ich hier rein. It's locked. Verstehe. Gut, dass das geklärt ist. Jetzt darf ich wieder durch den verdammten Keller gehen, weil es ist ja so toll. Warst du schon da, wo das so richtig dunkel ist und alles mögliche? Wo dann so ein Zombie auftaucht und vorher so ein blöder Schockmoment drin war? Ja. Genau, wo du denkst, dass da ein Zombie kommt und ich habe einfach nur drauf losgeballert. Jetzt habe ich natürlich den Basement Key wieder nicht. Ja, da ist nämlich, sag mal schnell, was zum Lesen und Schlüssel. Okay, jetzt muss ich und mich. Jetzt muss ich mir erstmal wieder bis dahin kämpfen. Das ist. Watch your back. Ja, das tun wir total. Das wäre mich jetzt hier sonst wie oft schon krepiert. Okay. Ah, nee, brauchen wir ja nicht. Noch nicht. Okay, jetzt ein bisschen den Ablauf. Ach so, wir wurden hier gleich direkt von irgendetwas beschmissen. Na ja, klar. Aber ich hatte noch. Ja, schrei mich später an. Ich weiß, hier war Auto. Und ich hier. Moment, wo ist es denn jetzt? Okay, ich brauche mal eine Lampe. Lampe sagt nö. Alles klar. Wo war es denn jetzt? Hier ist eine Tür. Hier war es. Hier ist der Key. Key. Nimm diesen. Nimm diesen Rattenschlüssel auf. Meine Güte. Kannst auch mit der Feinfühligkeit von dem Spiel übertreiben. Ach so, man kann zurück und man kann aber auch. Kann man hier durch? Unbekanntes Terrain. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich werde jetzt am liebsten zurückrennen und einfach abspeichern. Bin ich hier? Okay, ich habe wohl Strom angeschaltet. Ach, verstehe. Ja, komm. Okay, muss ich mal nichts mehr machen. Ja, ist das Ding jetzt nur an oder nicht?
keine Ahnung. Ich gehe weiter. Oh, Munition. Voll? Ich habe es tatsächlich geschafft, die eine Munition voll zu bekommen. Ah, klar, hier ist nichts weiter. Ich will hier raus. Okay, ich hoffe, ich habe einfach mal alles richtig gemacht. Alles klar. Willst du mich? Was? Was denn? Ich bin eine Nachfolgeerscheinung von diesem scheiß Vieh gekrepiert und jetzt muss ich diesen Scheiß nochmal machen. Na gut. Mhm. Toll. Wo muss ich lang? Hier muss ich glücklicherweise ran. Okay, warte mal, ich benutze mal die andere Waffe. Ja, es gibt keine Karte. Ich weiß jetzt zumindest, was ich tun muss. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Ach so. Die Zeit ist ja eigentlich schon längst um. Ja, also gut, folgendes, Leute. Ich werde erstmal bis zu dieser Stelle spielen, damit ihr euch nicht immer hierher müsst und immer wieder den gleichen Scheißbrich anschauen müsst. Und ja, wenn das mal, ich kriege auch hier die richtige Atmosphäre rein, weil es leuchtet hier rein und ich sehe sonst hier teilweise gar nichts. Gut. Das war die dritte Folge von The Forgotten Ones. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Euer Dark Saber und Defro. Und Defro, wie auch immer. Ja klar, das macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Bisher ja, auch wenn ich 100.000 Mal krepiere, aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Euer Dark Saber, ich hoffe, es hat euch gefallen und der Freund hat euch auch. Bis dann.